Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier in der Friesenkapelle zu Venice auf der Insel Sylt und überall, wo Sie mich sehen und hören können. Und grüße Sie mit dem Gruße des Herrn, denn wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander diesen Gottesdienst feiern dürfen, auch über all die Grenzen hinweg, die uns voneinander trennen. Und somit Gemeinschaft haben untereinander und auf die Botschaft, die frohe Botschaft des Evangeliums miteinander hören dürfen. Und dazu wolle Gott uns seinen Geist schenken, dass jeder etwas mitnimmt nach Hause, von diesem Gottesdienst. Über diesen Sonntag und über diese Woche, der dritten Woche nach dem Epiphaniasfest, steht das Wort unseres Herrn. So werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden, die dann sitzen werden im Hause des Herrn, im Reiche Gottes. Und was das bedeutet, davon hören wir in der Lesung, davon hören wir auch in der Predigt etwas. Gott schenke es uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Steht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm. Der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht
und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubet hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Halleluja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde in der Nähe und in der Ferne, hier in Bennestedt auf Sylt oder irgendwo, wo Sie im Einzelnen auch diese Andacht sehen und hören. Liebe Brüder und Schwestern, als erste Reaktion auf die gehörte Geschichte von dem Glauben des Hauptmanns von Kapernaum, da kommt sicherlich in vielen so der sehnsuchtsvolle Wunsch hoch, ach, ich möchte auch so gerne so glauben können, aber ich kann es nicht.
ich schaffe es nicht. Dann fielen nämlich so ihre Fragen und ihre Probleme mit dem Glauben. Und es fällt ihnen immer wieder schwer. Das sind Probleme, das sind Fragen, die man so hat. Deshalb hat man erfahren, dass auch Gott nicht immer unsere Gebete so erfüllt, wie wir uns das so wünschen und denken. Ja, wo ist denn Gottes Macht und Gottes Liebe? Denn Jesus hat doch gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder von Gott heißt es im 33. Psalm, so Gott spricht, so geschieht es. Und so er gebietet, so steht es da. So bittet der Hauptmann Jesus also um die Heilung seines schwerkranken Knechtes, der unter Schmerzen leidet. Und auf die Bereitschaft Jesu, dass er dann jetzt auch noch zu dem Knecht kommen möchte, beschreibt der Hauptmann seinen Glauben, seinen Vertrauen zu Jesus, indem er einfach aus seiner Berufserfahrung ausgeht, die er mit den Soldaten hat, als Offizier, das, was er befiehlt, das befolgen sie. Und das jetzt einfach auch auf Jesus überträgt. Spricht nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Liebe Brüder und Schwestern, wir leben in der Zeit vieler Worte. Täglich strömen sie auf uns ein. Und es fällt uns schwer, immer wieder die richtigen Worte, die helfenden Worte daraus zu finden. Auch unsere Worte können starke Wirkung haben, die jeder Einzelne so braucht. Sie können nämlich eher einem seelisch Kranken heilen. Und sie können aber auch verletzen. Sie können einem Menschen wieder neuen Mut machen, aber auch enttäuschen. Sie können Streit und Gewalt, ja und Hass auslösen. Aber die Worte, unsere eigenen Worte, können ganz leer und bedeutungslos sein, dass sie also einem nichts sagen. Da denke ich an den Roman aus dem Krieg oder nach dem Krieg, das Wort sagte er nicht, indem es um ein frohes und glücklich machendes Wort ging. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern, all sowas kennen wir alle auch. Da warten wir, so zum Beispiel die Jüngeren, auf das Ergebnis einer Prüfung oder wer sich um eine Stelle bewirbt, aber angenommen ist in dieser Stelle, oder wer eben unter Krankheit leidet und eine wichtige Untersuchung hinter sich hat, wartete er auf das Wort, in dem ihm das Ergebnis mitgeteilt wird. Und dann bringt dieses Wort einem doch Befreiung von Angst und Sorgen. Und sieht, so können unsere menschlichen Worte auch vieles bewirken. Aber wenn der Hauptmann jetzt Jesus bittet, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, dann meint er damit noch viel mehr. Nämlich er meint nicht menschliche Worte, sondern er meint dann Gottes Wort, das helfende, große Gottes Wort, das viel Macht hat. Denn er vertraut Jesus, dass hinter Jesus einfach die Macht, die Autorität Gottes steht, wie hinter ihm eben doch auch die Autorität des Staates, des Kaisers in Rom steht. Und dass ihm dann Kraft und Vollmacht immer wieder auch gibt. Und so sieht er in Jesus, er hat Macht über Kranke und über den Tod. Liebe Brüder und Schwestern, und dann kommt dazu noch diese große Demut, die einfach auch zu unserem Glauben doch mit dazugehört. Wenn er sagt, ich habe das gar nicht verdient, dass du unter mein Dach gehst und zu mir kommst. Ähnlich wie der Petrus es nach dem Fischfang aussah, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch.
Da denke ich an die katholische Messe, in der die Eucharistie dort eingeleitet wird durch diese Bitte des Hauptmanns von Kapernaum, wo es heißt: Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eingehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir sind doch alle angewiesen auf Gottes Hilfe, auf Gottes Gaben. Dass uns Jesus in seinem Leib und Blut ewiges Leben und Vergebung schenkt, wenn es er uns sagt: Das ist mein Leib für euch gegeben, das ist mein Blut für euch vergossen. Und diese Gabe, die Gott uns damit gibt, in seinem Sohn Jesus Christus, ist Gottes ganz große Liebe zu uns. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Das erbittet und sagt der Hauptmann von Kapernaum. Und er sagt es zu Christus: Liebe Brüder und Schwestern, erwarten wir eigentlich auch so viel von Jesus? Dass wir sagen, wir beten zwar: Ja Gott, möge jetzt für die Medikamente, dass sie helfen und die wieder zu gesunden helfen dabei sind. Oder dass der Arzt eine richtige Diagnose und ein richtig helfendes Medikament ausweist und aufstellt. Oder wir bitten darum, dass der Kranke auch wieder noch die Kraft behält, damit er weiter Hoffnung hat. Das sind alles solche Bitten, sie sind alle in Ordnung. Aber liebe Brüder und Schwestern, von dem Hauptmann können wir hier lernen, dass er noch etwas mehr erbittet. Er erbittet nämlich von Gott und von Jesus viel mehr. Nämlich, dass sein Wort die Hilfe bringt und einem Menschen wirklich helfen kann. Nach dem Gespräch Jesu mit dem Hauptmann schickt Jesus ihn nach Hause. Und er spricht ihm: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er sagt nicht, weil du geglaubt hast. Nee, denn der Glaube ist nicht Voraussetzung und Vorbedingung für die Hilfe Jesu, sondern er schrieb es so. Ferner fällt auf, dass Jesus hier den Hauptmann nicht auffordert: Komm und folge mir nach, sondern dass er ihn in den Alltag seines Lebens zurückschickt. Und zwar als einen, der dem Wort Jesu vertraut und als er nachher nach Hause kommt, auch erlebt, dass Jesus seinen schwer kranken Knecht geheilt hat. Und so, liebe Brüder und Schwestern, solchen Glauben und solches Vertrauen wolle Gott jedem von uns immer wieder neu schenken. Und so werden wir auch heute wieder nachher nach dem Segen aus dem Gottesdienst gehen, nach Hause hin und damit in den Alltag unseres Lebens, um dort in der Liebe den Glauben an Jesus zu leben, in Worten und in Taten und ihn so zu praktizieren. Gott schenke uns und helfe es uns dabei. Amen.
Und so lasst uns nun gemeinsam miteinander beten, wie es uns unser Herr Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so gehet nun hin mit dem Segen unseres Gottes als die von ihm Gesegneten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und zum Schluss, ehe wir dann auseinandergehen, noch die Bitte um eine Kollekte, die immer wieder bestimmt ist dafür, dass wir in diesen Gottesdiensten, die wir so überall hin ausstrahlen lassen, dass wir das weitermachen können, einfach eine Spende für die Gottesdienste, die so übertragen werden, überall hin. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.